Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Anna Kampel für euch zu haben. Ihre heutige Predigt ist ihre Predigt zum Simmeringer ORF und ZDF Gottesdienst. Unter dem Motto, hier ist immer noch Platz. Sie erzählt darin von ihrer bunten Gemeinde, von verbindender Gemeinschaft unter allen, ohne Unterscheidungen. Alle sind eingeladen. Wie wir das schaffen können? Sicher nicht mit einer perfekten Kirche, sondern mit ganz viel Menschlichkeit. Vielen Dank an Renate Silvestroff und Helga Schleisel für die Lesung des Bibeltextes und an Helmut Neuntlinger für die schönen Improvisationen auf der Bassklarinette. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen und berührenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Jesus handelt mutig und provokant. Zuvor hat er am Sabbat geheilt. Und jetzt erzählt er beim gemeinsamen Mahl ein Gleichnis vom Reich Gottes. Wir hören die Worte aus dem Evangelium nach Lukas im 14. Kapitel. Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus: Glückselig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Jesus antwortete: Ein Mann veranstaltete ein großes Festessen und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener los und ließ den Gästen sagen: Kommt, jetzt ist alles bereit. Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der erste sagte zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft. Jetzt muss ich unbedingt gehen und ihn begutachten. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte: Ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener: Lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten hierher. Bald darauf meldete der Diener: Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu ihm: Geh hinaus aus der Stadt, auf die Landstraßen und an die Zäune. Dränge die Leute, dort herzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sage ich euch: Keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen. Was? Sie sind Pfarrerin in Simmering? Sie haben meine große Bewunderung. Der 11. Bezirk ist ein hartes Pflaster. Da gibt es kaum noch Evangelische. Alles lauter Ausländer. Sagt ein älterer Herr, dem ich bei einer Tagung außerhalb von Wien begegne, mit einem Blick voller Mitleid. Ich lächle ihn an und antworte prompt: Bewundern müssen Sie mich gar nicht. Ich liebe Simmering. Ich mag diesen Ort und die Bodenständigkeit der Menschen hier. Nicht alles hier ist idyllisch, manchmal eher rau und anstrengend, aber dadurch auch nie fad. Die vielen Sprachen, die die Kinder in dem Park neben der Kirche sprechen, Serbisch, Türkisch, Arabisch, Polnisch, Rumänisch, Kroatisch, Slowakisch. Unsere Kirche spiegelt diese Vielfalt wider. Simmering ist anders. Eine wilde Mischung von unterschiedlichsten Menschen mit ihren ganz persönlichen Lebensgeschichten. Hier sitzt ein junger Mann aus dem Iran neben einer 90-jährigen Österreicherin, die selbst als Jugendliche aus ihrer Heimat vertrieben wurde. Hier wird auf Farsi, Englisch, Akan, Deutsch und Tschechisch gebetet und gesungen. Das Pfingstwunder wird hier im Alltag gelebt. Viele Sprachen, ein Geist.
Und wir gehen noch ein Stück weiter, dorthin, wo Menschen leben. Menschen, denen wir draußen, außerhalb von unseren Kirchenmauern begegnen. Das Gleichnis vom großen Festmahl aus dem Evangelium nach Lukas ist das passende Bild dazu. Ein Bild, das zum Nachdenken und zum Weiterträumen inspiriert. Da wird erzählt von einem Mann, der ein großes Fest veranstaltet. Es soll die beste Party aller Zeiten sein, nur für die Auserwählten. Es soll besser, großartiger sein als alle Feste davor. Eine normale, gewöhnliche Party reicht nicht. Es soll die coolste sein. Und dazu braucht es auch die passenden Gäste. Eine perfekte Veranstaltung mit perfekt gestylten Gästen. So stellt sich das daher vor. Er schickt seinen Diener los, um die feinsten Gäste zum Fest zu holen. Doch unsere Welt ist nicht perfekt. Der Plan von der coolsten Party geht nicht auf. Alles läuft schief. Die kreativsten Ausreden seitens der exklusiven Gäste folgen. Sie machen nicht mit. Sie haben etwas anderes vor. Schließlich wollen sie auch das Beste vom Besten. Besser, aufregender, cooler. Diese Party ist vielleicht nicht genug. Es geht doch immer noch mehr. Die Gäste wollen sich nicht binden. Mehrere Optionen zu haben, das zählt. Der Herr packt es nicht. Er wird zornig, verletzt, enttäuscht. Er schickt seinen Diener raus, bringt die Armen, die Blinden und Gelähmten hierher. Geh hinaus auf die Landstraßen und auf die Zäune. Das Haus soll voll sein. Die Ersatzgäste kommen. Sie werden hergeholt. Und die anderen, denen es nicht gut genug war, die sollen sich doch schleichen. Das Ende der Geschichte vielleicht oder auch nicht. Liebe Gemeinde, die konkreten Menschen vom Außen reinzuholen, einladen, mitzumachen, das ist ein Traum, den wir hier leben. Eine Utopie, die wir lieben. Hier passiert die Fortsetzung der heutigen biblischen Geschichte. Seit fast einem Jahr öffnen wir unsere Kirche jeden Sonntag für alle Menschen im Grätzl oder wie man in Deutschland sagt, im Stadtteil und veranstalten gemeinsam ein großes Festmahl. Hier in der Glaubenskirche ist das warme Platzsaal von Simmering. Diejenigen, die schon immer da waren, freuen sich über die Menschen, die von außen kommen. Menschen, die vorher nie auf die Idee gekommen wären, unsere Kirche zu betreten, sind auf einmal regelmäßig hier. Für mich, liebe Gemeinde, ist das warme Platzsaal ein kleines Wunder vom Simmering. Unser Nachbar, Bäcker Robert, bringt frisch gebackene, herrlich duftende Buchteln, Nussgipfel oder Krapfen. Unsere katholischen Nachbarsgemeinden, die Altkatholiken, das Team der Volkshilfe bringen köstliche Speisen vorbei und helfen mit. Meine Tochter Sophia mag am liebsten den Zitronenkuchen, gemacht vom Glaubenskirchenorganisten Jürgen. Das Bohnengulasch mit kurdischem Reis wird von unseren Freunden, den Freialeviten, geliefert. Wer gerne scharf isst, freut sich über die afrikanischen Spezialitäten von unseren Geschwistern aus der ghanaischen Gemeinde. Der chinesische Profikoch Mr. Chan kommt gerne hierher, um Schach zu spielen
und bringt jedes Mal eine andere traditionelle Speise. Unsere Stammgäste nehmen aus unterschiedlichsten Gründen teil. Manche zum Plaudern oder zum Deutschlernen, andere zum Kartenspielen und wieder andere, um den Hunger zu stillen. Kinder aus dem Park holen sich hier regelmäßig ein Eis am Stiel. Manche bleiben dann eine Weile und reden mit uns darüber, ob es erlaubt ist, eine Kirche zu betreten, wenn man eine andere Religion hat. Es entstehen spannende Gespräche und Vorurteile werden abgebaut. Wie die Kuratorin und Mitgründerin des Warmans Platzhaus Eva Herrmann sagt, wir fragen nicht, woher und warum du kommst. Wir fragen nur, was kann ich für dich tun? Jeden Sonntag passiert hier ein kleines Wunder. Menschen werden satt. Trotz all unserer Sorgen ist genug für alle da. Ziemlich schnell haben wir gemerkt, dass es viel mehr um die Einsamkeit und die soziale Wärme geht. Genauso wie der Herr im Gleichnis. Auch wir haben Dinge anders geplant und dazugelernt. Auch wenn es nicht seine Absicht war, das Haus für alle zu öffnen, tut er es, weil die Ehrengäste eine nach dem anderen absagen. Die Menschen von den Straßen, die keine Stimme in der Gesellschaft haben, einzuladen, ist tatsächlich eine ungeplante Notlösung. Sie zeigt sich aber relativ schnell als eine wohltuende Entscheidung. Neue Perspektiven öffnen sich und Horizonte werden erweitert. Wir brauchen keine perfekte Party. Wir brauchen keine perfekte Kirche. Wir brauchen Menschlichkeit. Die Geschichte vom großen Festmahl bei Lukas hat ein offenes Ende. Sie lädt zum Weitererzählen und Nachmachen ein. Ich stelle mir vor, ich wäre damals dabei gewesen als ein kleines Mäuschen, eine unsichtbare Beobachterin, versteckt in der letzten Ecke des großen Festsaales. Kein Mensch hätte mich bemerkt. Und die Leute hätten sich so gut unterhalten, dass ich da ungestört hätte zuschauen können und sogar selbst unter dem Tisch mitessen und mitfeiern. Viele wären da, die sonst nie an einem Fest teilnehmen dürfen. Sie hätten gelacht und sich immer wieder vor Freude umarmt, gesungen und sich gegenseitig zugehört. An ihrem Gesichtsausdruck hätte ich sofort erkannt, dass sie sich respektieren und schätzen. Es wäre nicht geheuchelt, sondern echt und menschlich. Und irgendwann hätte sich die große Türe des Festsaales geöffnet. Und die Reichen und die Wichtigen wären wieder da, aus Neugierde. Sie würden große Augen machen und staunen über die vielen Menschen, die da wären. Und die Wohlhabenden würden über ihren Schatten springen und sich dazu mischen. Und nach einer Weile würden sie mitlachen und alle würden das Essen miteinander teilen. Am Ende des Abends würde ich dann den Unterschied zwischen den Wohlhabenden und den Menschen von der Straße nicht mehr merken, weil sie sich wie Geschwister auf Augenhöhe begegnen. Wäre ich ein kleines Mäuschen damals dabei gewesen, dann hätte ich das Reich Gottes mitten unter uns erlebt. Liebe Gemeinde, nun bin ich kein Mäuschen, sondern eine evangelische Pfarrerin in der Vorstadt.
in Wien, in Simmering. Doch meine Erfahrungen sind ähnlich wie die von der kleinen Maus. Es geht. Das Reich Gottes suche ich nicht in der Höhe, sondern in der Tiefe, mitten unter uns. So wie mit den unterschiedlichsten Gästen im Gleichnis geht es auch mit den unterschiedlichen Menschen, die zu uns kommen, in die evangelische Kirche. Wir brauchen beide Gruppen. Wir brauchen die wichtigen Menschen, die schon immer da waren. Wir brauchen aber auch die anderen, die von den Gassen und von den Straßen kommen. Die Skulpturen vom Simmeringer Künstler Leo Meyer sind dazu in der Kirche, außerhalb der Kirchenmauern und im Hof aufgestellt, um diese Botschaft symbolisch zu stärken. Hier haben alle Menschen Platz. Diese Figuren stellen echte Menschen dar, die hier im Bezirk leben. Leo Meyer hat einen liebevollen und doch sehr realistischen Blick auf die Menschen. Er schaut genau hin, beobachtet und sieht sich als eine von denen, die er darstellt. Er ist ein Mensch wie die anderen, wie die draußen und die drinnen. Wir brauchen kein perfektes Fest, keine perfekte Kirche, keine perfekten Angebote. Das Einzige, was wir brauchen, ist menschlich zu bleiben. Das macht uns aus. Das ist christlich. Gott wird Mensch und Mensch mit Mensch. Und dann wird es egal sein, ob drinnen oder draußen. Hier ist immer noch Platz. Wenn Menschen hierher kommen, fragen wir nicht, woher und warum. Wir fragen nur, was kann ich für dich tun? Amen. Kirche, die offen ist für alle. Es klingt wie ein Märchen, doch ich halte an diesem Traum fest. Und so hat es auch Abba schon gesungen. I have a dream.